Hallo und herzlich willkommen zu SBC. Ja, ich weiß. Ihr kennt das Problem auch. Ihr habt einen Film mit eurer analogen Kamera geknipst. Ja, jetzt ist er entwickelt. Und dann... Ja, dann habt ihr die Bilder. Aber wie kriegt ihr die Bilder in den PC? Mit der DSLR-Scan? Ja, das ist immer ein bisschen umständlich. Und die Bilder im Labor scannen lassen? Das ist die beste Qualität, die ihr so bekommen könnt, aber das ist auch das teuerste. Wie toll wäre es, wenn es ein einfaches Gerät gäbe. Ganz ohne, dass man einen Computer oder irgendwas braucht, wo man das Negativ reinsteckt und ein JPEG rauskommt. Oh ja! Wie wär's denn damit? Der JTAG Filmscanner FS170. Halt, Moment. JTAG? Ist das JTAG? Ihr wisst schon, das It's not high-tech, it's JTAG. Ja, meine Erwartungen fielen soeben. Das habe ich gar nicht bemerkt. Denn ich habe ja hier schon mal auf meinem Kanal eines meiner ersten Videos eines der Produkte von JTAG getestet. Ich packe euch den Link unten rein, das ist ein recht witziges Video. Na, wie auch immer. Kommen wir zu den wichtigsten Dingen. Wir haben hier einen 5-Megapixel-Sensor. Das ist nicht viel, nicht wenig, aber als das Teil rauskam, war es noch gut. Ja, das Wichtigste, er ist nicht nur kompatibel mit Windows XP und Windows Vista, denn ich habe ein MacBook und ein Windows 10-Teil, mit dem ich gar nicht zufrieden bin. Windows 10 ist irgendwie ein beschissenes System, aber egal. Das Wichtigste ist, er nimmt auch auf SD-Karte auf. Kompatibel mit SD-Karten bis 32 GB. Dasselbe steht hier nochmal seitlich drauf und natürlich hier in groß nochmal auf der Rückseite. Da haben wir natürlich jetzt einmal in Englisch und einmal in der guten alten deutschen Sprache. Zoomen wir uns ein bisschen rein. Könnt ihr sehen? Mal sehen. Oh, kann man schon sehen. Kann man es nicht sehen? Ist auch egal. Egal. So, hier auf der Rückseite sehen wir jetzt in Deutsch und Englisch mal die Angaben des Herstellers zu diesem Gerät. Okay. Modell, Filmdiascanner FS170, 5,1 Megapixel CMOS Sensor, 2,4 Zoll LCD-Display, dann noch die F-Nummern, kompatibel mit SD-Karten bis 32 GB. Wie der Output ist JPEG. Ja. Noch irgendwas Wichtiges dabei? USB 2.0. Betrieb mit 4-3A-Batterien. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann seid ihr wahrscheinlich nach 2000 geboren oder lebt auf dem Mars. Ich zeige euch das Ganze mal. Eine 3A-Batterie ist das. Das hier. Wupp. 1, 2, 3. 3A. 3A. Ich finde immer, das klingt irgendwie nach einem tollen Namen für einen Star Wars-Roboter. Schnell, 3A, bring mir das Lichtschwert. Gib zu. 3A wäre ein toller Roboter. Wenn ihr mit Grafikdesign oder mit dem Pinsel gut seid, designt mir doch mal 33A, den Star Wars Roboter. Ich will sehen, wie der in eurer Fantasie aussehen würde. Das wäre doch irgendwie cool. Naja, dieser hier braucht allerdings 4 3A. Ja, 4 3A ist dann der große Bruder von dem Roboter, oder? Spaß beiseite, weg mit den Batterien. Und zurück zu der Schachtel hier. Ja, wir haben die ganzen wichtigen Informationen eigentlich gesehen, die hier drauf kamen. Ja, ich meine, 300 Gramm ist das Teil schwer oder leicht, ohne Akku bzw. Batterien. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eines zu tun, oder? Wir schnappen uns irgendeinen scharfen Gegenstand und machen die Schachtel auf. Naja, Unboxing Time. Oh Mann, das ist dann immer der schwierigste Schritt. Man hat da ein JTAG-Produkt, eine Schere, und wenn man es geöffnet hat, dann kann man es nicht mehr zurückgeben. Aber nachdem ich so einen Scanner brauche, denn ich habe wirklich
buchstäblich tausende an Negativen, die mal digitalisiert werden müssen, dass ich die mal hier so bei Instagram oder so teilen kann. Die meisten davon stammen aus den 90ern und frühen 2000ern, als ich mit der Fotografie direkt angefangen habe. Ja. Großer Vorteil von dieser Zeit, als ich angefangen habe mit der Fotografie, damals waren Filme praktisch geschenkt und ich habe ungelogen eine Hasselblad damals für unter 100 Mark bekommen, beziehungsweise das waren schon Euro. Für unter 100 Euro. Für eine Hasselblad, ich meine ehrlich. Ja, hatte nicht besonders viel davon, denn die ist mir dann später geklaut worden. Gerade jetzt, wo sie im Preis wieder gestiegen wäre, aber naja, Schwamm drüber. Wenn ich die Kerle jemals erwische, dann. Oder wird die Kerle jemals erwischen? Dann bezahle ich irgendeinen anderen Kerl im Knast dafür, dass er sich vergewaltigt oder so. Ja. Schneidet das raus. Geht doch nichts darüber, ein New Old Stock Produkt auszupacken. Ah. Erinnert euch das nicht auch an Weihnachten? Geschenke aufreißen? Ah, ich habe meine Geschenke immer ganz langsam ausgepackt und das richtig genossen. Meine Schwester hat sie aufgerissen und war in 3 Sekunden durch, aber ich habe sie langsam aufgemacht, das Papier gefaltet und zusammengelegt. Ah, so was muss man auch zelebrieren. Ein kleiner Kamera halt gefällig. Pack das vor die Linse. Hui, ist das nicht cool? Gibt so richtig diesen Effekt. Mua, herrlich, nicht wahr? Allerdings DHL hat ein bisschen. DHL, was soll man sagen? Wenn die mal ihre Leute anständig bezahlen würden, dann würden die Pakete vielleicht mal ankommen. Ja. Da sitze ich zu Hause, warte und was passiert? Mach die Türe auf und das steht davor. Ja, nicht, dass der Kerl geklingelt hätte. Stellt's einfach vor die Türe und haut ab. Ahnt vermutlich, dass ich mir den Arsch getreten hätte. Das erinnert mich an so eine Apple-Schachtel. Da gibt es dieses coole Video, wo eine Frau das Teil, oder ein Mädchen das Teil geschenkt bekommt und dann so diese Schachtel daraus gleiten lässt und dann macht es plumps und das Teil fällt runter und ist kaputt. Findet ihr hier auf YouTube, ich meine, das hat ein paar Millionen Aufrufe und ihr habt es vielleicht auch gesehen, aber. Oh, die hat's, tut mir irgendwie leid, ich meine, das ist echt fies. Okay, ja, hier haben wir die innere Schachtel. Die ist weiß. Weiß. Jungfräuliches Weiß. Sehen wir rein, was wir da finden. Dann sehen wir, dass das Produkt sehr gut verpackt ist. Da haben wir so einen Schaumkern. Kein Styropor, sondern so ein Schaumkern. Oh. Ziehen wir das mal raus. Das allererste Mal. Okay, das ist ja nur Deko. Macht die Schachtel schwer. Gehen Sie aus dem Bild, mein Herr. So, vielen Dank. So. Hinweis bei Retouren. Ja, das brauche ich vielleicht noch. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gebrauchsanweisung. Instruction Manual. But real men don't need instruction. Ups. Da-da-da-da! Bam-bam-bam-bam-bam! Da sprach Zarathustra. Ja, besser bekannt als 2001, Odyssee im Weltraum, der Titelsong. Oh, hey! Wir bekommen eine SD-Karte! Eine JTAG 1 GB SD-Karte! Ist das nicht cool? Oh, einen Moment. Zoom, 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 zoom. Ja, da ist das Teilchen. Eine gratis 1 GB SD-Karte. Ich hätte gedacht, das wäre ein Adapter, als ich es zuerst gesehen habe, aber es ist tatsächlich eine vollwertige SD-Karte. Das finde ich toll. Ist anscheinend hier drin anstatt der CD. Wir haben auch ein Netzteil, das finde ich noch toller. Das ist ein. Fühlt sich gut an. Noch nie die Form gesehen.
Einen Moment mal. Sag doch was. Ist viel zu dunkel. Ja, besser, oder? Schärfe? Was? Wollt ihr die auch noch? Ja, besser. Zufrieden? Ja, aufhören zu meckern. Ja, wir haben ein USB-Netzteil. Sehr praktisch. Das kann ich nämlich sowieso gebrauchen. Wir haben ein USB-Kabel. Ja. Was für einen Anschluss haben wir hier? Wir haben Mini-USB. Das ist mir der liebste. Das ist nämlich noch der stabilste. Alter, das lasse ich zu, denn ich hab ja selbst eins. Die SD-Karte. Aber jetzt hier das Wichtigste. Das Original. The one and only. Der Chi-Tech für den Negativscanner. Mach das hier den hier ab. Legen wir woanders hin. Brandneu. Herrlich, oder? Aber geben wir es jetzt auf, denn dann wird das Display enttäuscht. Ja, eine Kleinigkeit zu bemängeln. Seht ihr das? Der USB-Stecker ist ein wenig verbogen. Wenn ich versuche, mein Kabel reinzustecken, dann passt es nicht rein. Jitec, habt ihr da irgendwie die Qualitätskontrolle vergessen? Ja, jetzt ging's. Bin gespannt, ob das Teil Stromkontakt macht. Mal sehen. Ich stecke den zuerst mal alleine an. Ohne dass ich ihn am Gerät anstecke und sehe, ob er explodiert. So, alles was wir brauchen, haben wir hier. Das ist das Gerät, Micro-USB-Anschluss, SD-Karten-Slot. Hier seitlich kommt der Filmhalter rein. Und ja, dann haben wir den Display und dann oben die Scan-Power und die Anschaufunktion. Ja. Simpel und einfach. Also fangen wir an. Aber zuerst brauchen wir ein paar Dias. Oder beziehungsweise Filme. So, als nächstes werfen wir mal einen Blick auf den Filmhalter. Dazu nehmen wir ein paar von meinen Fotos. In diesem Fall sind es Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und angeln uns einfach willkürlich irgendein Streifen heraus. Ich fasse die immer bloß so mit den Fingernägeln am Rand an. Denn man will ja kein Fett drauf bekommen. Der Tierhalter, ja, der schnappt einfach nur so zu. Es ist jetzt kein magnetischer. Hatte ich schon bessere, aber naja, sehen wir mal hier ganz kurz. Die Fotos haben zwei Seiten, eine stumpfe und eine glatte. Also packen wir die aber mit der glatten Seite nach oben rein. Versuchen wir das hier so ein bisschen mit diesen blöden Rahmenlöchern. So. Allein so ungefähr. Ja. Dann machen wir den Rahmen dicht. Sehen wir mal, wie gut das da drin sitzt. Sieht ein bisschen wellig aus für meinen Geschmack. Nee. Also Negativhalter muss definitiv ein bisschen benutzt werden, bis er anfängt ordentlich zu funktionieren. So, jetzt sitzt das richtig drin. Pusten wir mal Dampf über die Fotos. Dann nehmen wir hier die mitgelieferte JITEC SD-Karte. Denn meine andere
Karte, die klein genug ist, befindet sich gerade in der Kamera, die euch filmt. Also nicht filmt, egal. Wie auch immer, ich kann sie nicht benutzen, da sie gerade in Benutzung ist. Also, der Scanner, Karte und die Fotos. So, dann fangen wir mal an. Stöpseln wir den Strom an. Stecken wir die Speicherkarte an. Ah, auf dem Kopf. Interessant. Da haben wir ein Nicht-Reinstecken-Symbol. Und auf der anderen Seite haben wir ein Einstecken-Symbol. Ja. So, fangen wir an. Einschalten. Und der Scanner ist bereit. Da haben wir das erste Bild. Drücken wir auf Scan. Und dann auf Enter. Nächstes Bild. Scannen. Und Enter. Nächstes Bild. Scannen. Und Enter. Nächstes Bild. Scannen und Enter. Nächstes Bild. Scannen und Enter. Ja, und nachdem das hier komplett leer ist, war es das dann auch schon. Bin gespannt, wie sie rauskommen. Ja, ihr werdet es ja vermutlich genau hier gesehen haben. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar von den Fotos, die ich eingescannt habe in unbearbeiteter Version. Hier nochmal in voller Größe. Und wie man unten lesen kann, steht da My Beautiful Picture. Das steht auf jedem der eingescannten Fotos und ist eigentlich ganz witzig. Denn das war auch auf dasselbe mit der JTAG-Kamera, die ich vor zig Jahren hier auf diesem Kanal als eines meiner ersten Videos reviewt habe. Tja, JTAG-Tradition. Ja, wie gesagt, das sind jetzt hier gerade die Bilder, die wir vorher gesehen haben. Und jetzt kommen noch ein paar, die ihr noch nicht gesehen habt. Lehnt euch einfach zurück und genießt sie. Ich zeige euch jetzt erstmal hier ein paar Schwarz-Weiß-Fotos, dann ein paar Farbfotos und dann ein paar Dias. Jetzt dem Ende der Schwarz-Weiß-Fotos. Bevor wir jetzt mit den Farbfotos fortfahren, möchte ich noch erwähnen, dass gerade die weißen Stellen oft zu hell rauskommen und die dunklen hier zu dunkel, also bei diesem Scanner.
Das liegt daran, dass das Gerät eine automatische Lichterkennung hat, beziehungsweise ja, die Belichtung automatisch einstellt und damit, ja, wie man sieht, einige Bilder werden gut und andere sind ein wenig überbelichtet. Wie jetzt hier bei diesem Farbfoto. Das ist ein bisschen hell an den Rändern. Man kann es natürlich nachbearbeiten oder man kann in die tiefere Menüfunktion des Gerätes gehen, aber wie man gerade an den Rändern erkennen kann, dieses Bild ist jetzt zum Beispiel zu hell. Das hier ist zu dunkel, das liegt allerdings daran, dass es zu dunkel aufgenommen wurde. Dieses hier ist eigentlich sehr schön, allerdings war der Film ziemlich alt, den ich damals benutzt habe, aber ja. Ich habe einfach nicht so viele Farbfotos zur Hand, ich fotografiere nämlich hauptsächlich schwarz-weiß. Ja, das ist eine Taube. Gurrende Gossenvogel, den wir alle so als Turteltaube lieben. Ja, die weißen Flecken, die man oben erkennen kann, sind übrigens Löcher, die der Schimmel in den Film gefressen hat. Ja, ich hatte einen Wasserschaden in meiner Wohnung, aber irrelevant. Und als letztes noch ein Bild von meinem Auto, meinem damaligen Auto. Und jetzt kommen wir zu etwas Besserem. Wir kommen nämlich jetzt zu den Dias. Und hier sehen wir das Akkordeon meines Vaters, mit dem er uns, als wir noch Kinder waren, Musik vorgespielt hat. Und hier ein Selfie von meinem Vater. Ja. Etwas überbelichtet, aber naja. Und das wiederum etwas unterbelichtet, aber wie man hier schon erkennen kann, ist, dass der Scanner wirklich bei Dias zeigt, was er kann. Da sehen wir wirklich die optimale Wiedergabe. Hier zum Beispiel das Auto meines Vaters. Das hatte er 3 Tage, dann hat es in einer Kurve ein Rad verloren. Naja, Fehler in allen Teilen. Hier der Blick vom Münchner Olympiaturm aus, an dem mein Vater und Großvater damals mitgebaut haben. Ja, da sehen wir das BMW-Hochhaus, den berühmten Vierzylinder. Hier noch ein weiteres Bild und da kann man nur gut erkennen, dass einige der Dias inzwischen ein wenig ausgeblichen sind. Das ist so, ja, wie man das eben von der Retro-Optik kennt. Und naja, eben noch ein paar Bilder dieser Art. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dieses Video war hilfreich für euch und hat eure Kaufentscheidung, ob ihr jetzt so einen Scanner haben wollt oder nicht, ja, hat euch dabei geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat und hilfreich für euch war, dann seid doch so nett, lasst mir einen Daumen nach oben da, teilt dieses Video und ja, schreibt mir einen netten Kommentar. Also dann, bis zum nächsten Mal, hier bei SBC SB Cinema.